Moin, moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung oder Folge der Sendung Moderne Kriege. Heute ohne Gerald und ohne Marius, die im Augenblick noch nicht mal wissen, dass ich das mache. Wir hatten am Montag unsere letzte Sendung aufgenommen, Nummer 49. Und ja, im Augenblick habe ich beschlossen, nur noch ein Video pro Woche zu zeigen. Ja, hängt dann natürlich der Aktualität der Sendung ein wenig hinterher mit dem Schauen, den Premieren. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich wöchentlich zwei Sendungen veröffentliche, dass einfach weniger Leute schauen. Ist vielleicht ein bisschen Overkill. Also von daher machen wir eine Sendung pro Woche. Und in der letzten Sendung, ich meine, es war in der letzten Sendung, es kann auch in der vorherigen gewesen sein, aber ich meine wirklich, es war in der letzten. Das ist die 49. Ja, Moderne Kriege Polen und der Leopard im Licht des Deutschen Ritterordens. Zu der Zeit habe ich in der Sendung etwas gesagt, wo ich jetzt keine Lust habe, mir die ganze Sendung nochmal anzugucken und rauszusuchen, wo es genau war. Jedenfalls hatte ich erzählt von Schaut ein bisschen wieder, um zu zeigen, wie der Heilige Geist arbeitet, der uns in alle Wahrheit führt. Ich höre im Augenblick im Englischen Sendungen von Tom Press von Inquisition Update, die er auf 2011 auf First Amendment Radio gelesen hat. Das ist ein Buch, was er da liest, das heißt Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy von Pedro de Rosa. Nur vor einer Zeit hatte ich da bereits mit anderen Leuten drüber gesprochen und alle mit Michael und der sagte von, ey, sagt er, das Buch habe ich in Deutsch, hier, möchtest du das haben? Dann schicke ich dir das. Finde ich ganz, ganz toll. Danke nochmal, Michael, dafür. Er hat mir das Buch geschickt, das heißt auf Deutsch Gottes erste Diener, die dunkle Seite des Papsttums. Ja, Peter de Rosa, der Autor dieses Buches, ist ein sogenannter ehemaliger Jesuit. Nur für mich persönlich gibt es so zwei Sorten Jesuiten. Das eine sind die Lebenden, das sind Jesuiten, und das andere sind die Toten, dann sind sie keine Jesuiten mehr. Ein lebender Ex-Jesuit, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das gibt. Und ich habe immer meine Probleme gehabt mit Alberto Rivera, der ja auch von sich behauptet, ein hochrangiger Jesuit gewesen zu sein. Und dann damals während des Zweiten Vatikanischen Konzils der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts in die Katakomben, nenne ich es mal, des Vatikan geführt worden zu sein und dort sich informieren zu dürfen über die Gründung der römisch-katholischen Kirche, des Islam. Also ich habe da immer so meine Zweifel gehabt und ich habe diese Zweifel auch immer noch, auch wenn sage ich jetzt mal, seine Resultate, die er da bekannt gemacht hat darüber, dass und wie die römisch-katholische Kirche den Islam gegründet hat, irgendwie schon logisch ist, ich sag's mal so, nicht irgendwie aus dem Daumen gesogen ist. Aber ob das wirklich so stattgefunden hat, weiß ich nicht. Will ich jetzt auch groß gar nicht drüber diskutieren. Alberto Rivera ist dann ja später, sagt er selber, von Jesus gerettet gewesen, auf den richtigen Pfad gekommen und es gibt Hinweise darauf, dass er vergiftet wurde durch seinen Zahnarzt. Ich habe da Informationen von seiner Frau gelesen und seinem Sohn und ist alles ganz interessant, aber auch sehr verwirrend und man weiß ja, wenn man bei den Jesuiten eins studiert, dann ist es die Wahrheit, kriegt man bei denen nicht gelernt. Aber gut, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Tom Press liest in 2011 also dieses Buch, das auf Deutsch heißt Gottes erste Diener, die dunkle Seite des Papsttums, des Ex-Jesuiten Petra de Rosa. Und ich habe mir dann die Stelle rausgesucht, die er gelesen hatte. Das ist anscheinend auf der deutschen Version auf Seite 193, Gewalt in der christlichen Tradition nennt sich das. Das ist ein Unterkapitel, glaube ich, weil der Teil 2, also das zweite Kapitel heißt im Grunde hier Wahrheit und das geht von Seite 173, die Vernichtung der Abweichenden, bis Seite 315, die große Säuberung. Und da dieses Unterkapitel nennt sich halt Gewalt in der christlichen Tradition. Und das Interessante, was ich dabei fand, kommt in diesem kleinen Abschnitt zwischen Seite 193, denke ich zumindest, ich habe es mir jetzt vorher echt nicht durchgelesen, und Seite 197 vor. Und dann dachte ich, das wollte ich euch mal vorlesen, weil das hat damit zu tun, was ich in der 49. Sendung, also Polen und der Leopard, im Lichte des Deutschritterordens gesagt hatte. Und ich hatte dann gesagt von, ja, können wir mal sehen, dann lese ich das vielleicht zur nächsten Sendung und dann stellen wir das da rein. Aber weil ihr ja nur eine Sendung pro Woche bekommt, habe ich gedacht, ich mache jetzt dieses Video, wir haben heute den 27. Januar, ich werde das nächste Woche Mittwoch, das ist der 1. Februar, veröffentlichen. Dann ist die Moderne Kriegefolge noch gar nicht gelaufen, von der ich jetzt hier spreche, aber ich werde dieses Video darin verlinken. Und dann könnt ihr ein wenig selbst mal hin und her schalten und mal sehen, inwieweit ich damit recht habe. Ich fand es auf jeden Fall, es brennt mir auf den Fingernägeln, diese Lesung hier zu machen.
Und außerdem muss ich endlich mal wieder eine Lesung alleine machen. Ich muss die Inquisition, das Buch noch 120 Seiten davon, Henry Charles Lear zu Ende lesen. Und ich komme da einfach nicht zu. Jetzt ist mir dieses dazwischen gekommen. Ich sage von jetzt, mach das endlich mal, Jörg. Setz dich auf den Hintern, mach deine Arbeit. Und ja, hier sind wir. Gewalt in der christlichen Tradition. Aus Gottes erste Diener, die dunkle Seite des Papsttums, veröffentlicht 1988 von dem sogenannten Ex-Jesuiten Peter de Rosa. Er schreibt hier: In der katholischen Tradition hat die Gewalt eine wechselvolle Laufbahn gehabt. Tatsächlich gibt es nirgendwo klarere Beweise dafür, dass die Kirche ihr Denken geändert hat, als in ihrer Lehre zum Krieg. Seit Anbeginn hatte die Kirche ein tiefes Gespür für die Heiligkeit menschlichen Lebens. Blutvergießen war eine schwere Sünde. Darum waren die Christen gegen die Gladiatorenkämpfe. Auch das Militär war ein verbotener Beruf. Christen wie Maximilian starben lieber, als zu töten. Er sagte schlicht: Ich kann nicht im Krieg kämpfen. Ich kann nicht Unrecht tun. Ich bin Christ. Krieg und Gewaltanwendung waren nötig zur Erhaltung Roms, doch die Christen sahen sich außerstande, daran mitzuwirken. Die Welt, so sagt Tertullian, mag ihre Cäsaren brauchen, doch der Kaiser kann nie Christ sein und kein Christ kann je Kaiser sein. Nun muss ich die Lesung wieder mal unterbrechen, weil ihr kennt das, bei mir keine Lesung ohne Kommentare, ne? Wenn es euch stört, spult ein bisschen vor oder lest das Buch selber. ISBN-Nummer werde ich verlinken, ihr könnt es dann selbst kaufen und lesen. Aber ich muss hier etwas kommentieren. Peter de Rosa macht hier keinen Unterschied zwischen den Urchristen und der daraus entstehenden römisch-katholischen Kirche. Das ist natürlich ein gewaltiger, gewaltiger Fehler. Die Urchristen gibt es immer noch. Die Urchristen gab es damals, die gibt es heute, wenn es auch immer weniger werden. Die haben aber mit der römisch-katholischen Kirche nichts zu tun. Und wenn man sich dann mal das Bild anschaut, das ich probiere hier in dieser Zeit mal einzublenden, ich muss mir da mal kurz eine Notiz vornehmen während des Lesens, dass ich das nicht vergesse, also bei ungefähr plus minus 8 Minuten, Heil Cäsar nenne ich das mal. Das ist das Bild, wie man sieht, da ist der Papst Franziskus drauf abgebildet. Und das ist aus dem Discorsi von Antichrist Pius dem IX. Aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, wo er sagt: Heil Cäsar, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Treue und Gehorsam zusteht. Na? So hat er das im Discorsi geschrieben. Weil der moderne Cäsar ist der Papst, der Antichrist. Und wenn der Autor hier sagt, oder besser gesagt, wenn Tertullian hier sagt, der Kaiser kann nie Christ sein und kein Christ kann je Kaiser sein, da muss man das mal bitte schön in dem Licht sehen, von was der Antichrist, Papst Pius IX., ich glaube 1853 in seinem Discorsi geschrieben hat, über eben Heil Cäsar. Der Cäsar, der euch jetzt anspricht. Der Papst ist Cäsar. Der Papst ist nichts anderes als der Cäsar. Was im heidnischen Rom der Cäsar war, ist im päpstlichen Rom der Papst. Im sogenannten heiligen Rom. Aber eine ganz andere, eine Riesendiskussion. Die Baustelle wollen wir noch gar nicht aufmachen. Aber ich möchte euch ganz eben deutlich machen, dass die echten, wahren Urchristen, wie der Maximilian hier eben sagte, dass er nicht im Krieg kämpfen könne, dass er kein Unrecht tun kann, dass er Christ ist, dass der aus einer ganz anderen Linie kommt als das, was später die römisch-katholische Kirche war. Es gab noch viele andere Christen, die sich geweigert haben zu kämpfen. Und eben genau darum geht es in dieser Stelle. Und eben genau darum geht es ja in der moderne Kriege, wo eben die Religion, zwischen Anführungszeichen das Christentum, also das, der Katholizismus, die Politik steuert und hinter allen Kriegen steht. Und hier kriegen wir mal eine Sicht darauf, wie das früher war. Immer Tertullian hat gelebt im 3. Jahrhundert, 2. oder 3. Jahrhundert. Einer der sogenannten Kirchenväter, der viele richtige Dinge geschaut hat oder richtige Dinge richtig beschaut hat, biblisch gesehen, aber viele Dinge auch verkehrt beschaut hat.
Da kommen wir später noch drauf zu, weil den treffen wir auch noch in meiner Lesung über die kommende Lesung über die Dreieinigkeit, die Trinität. Da kommen wir den Tertullian auch noch, begegnen wir dem auch noch. Ich will es jetzt auch nicht zu ausufernd machen, aber ganz deutlich mal eben. Christen wie Maximilian starben lieber als zu töten. Er sagte, ich kann nicht im Krieg kämpfen, ich kann nicht Unrecht tun, ich bin Christ. Und das ist eben eine ganz andere Haltung als die in der römisch-katholischen Kirche, wo eben das zwischen Anführungszeichen Christentum romanisiert wurde, also mit Heidentum vermischt wurde. Und da habe ich ja genügend andere Lesungen drüber gemacht. Da müssen wir aber eben ganz deutlich einen Unterschied im Verständnis drin machen. Der Autor fährt fort und sagt, Christen verstanden sich selbst wie Jesus als Boten des Friedens. Unter keinen Umständen konnten sie Tod bringen. Selbst wenn sie zur Armee gingen oder wenn Soldaten sich bekehrten, verbot ihnen ihr Glaube zu kämpfen, außer durch Gebet und Opfer. Außer durch Gebet. Erinnert euch an Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Dann besiegte Konstantin Maxentius an der Milvischen Brücke unter dem Zeichen des Kreuzes. Na, der Autor geht hier davon aus, natürlich, dass Konstantin ein Christ war, was er Zeit seines Lebens nie war, aber das ist eine andere Sache. Als, zwischen Anführungszeichen füge ich jetzt hinzu, Bekehrter, ließ er die Nägel, mit denen Christus gekreuzigt worden war, in seinen Helm und den Zaum seines Pferdes einarbeiten. Für Christen einer früheren Zeit wäre keine größere Gotteslästerung vorstellbar gewesen. Nun waren Christen Teil des Establishments mit Eigentum und Position, die es zu verteidigen galt. Und da merkt man eben einen Bruch. Eine Anmerkung von mir, dass es eben hier nicht mehr um wahre, bibeltreue Christen geht. Ein blutrünstiger Krieger, fährt der Autor fort, war ihr oberster Bischof und Kriegsherr. Sie hörten auf, Pazifisten zu sein und machten ihre Pflugscharen zu Schwertern. Zwar mussten Kaiser und Generäle Buße tun, wenn ihre Hände blutbesudelt waren, selbst für eine gerechte Sache. Wer bestimmt denn hier, ob die Sache gerecht ist? Nicht der Gott der Bibel, nicht unser Vater Yahweh. Doch die alten Prinzipien wurden gelockert. Die gleiche Lockerung war in der Durchsetzung der Religion zu beobachten. Die Kirche war ursprünglich gegen Gewaltanwendung, um Menschen zu bekehren oder Irrlehren zu unterdrücken. Doch Leo der Große, der regierte zwischen 440 und 461 nach Christus, lobte dann einen Kaiser dafür, dass er die Kirche, dass er für die Kirche Ketzer gefoltert und hingerichtet hatte. Inzwischen hatte selbst Augustinus es gebilligt, Häretiker zwar nicht zu töten oder zu foltern, aber mit Hilfe einer ordentlichen Tracht Prügel auf den rechten Weg zu bringen. Bald freuten sich die Christen offen, dass ihre Religion als einzige nicht verfolgt wurde. Nur der Abscheu vor dem Blutvergießen hinderte sie daran, Ketzer zu töten. Dieser Abscheu wurde mit der Zeit schwächer. Wir verstehen also bitte, wenn ich hier das Wort Christen lese, wie gerade eben gelesen habe, dann müssen wir darunter Katholiken verstehen. Wovon wir als bibeltreue Christen wissen, dass sie keine Christen sind. Katholizismus und Christentum liegt so weit auseinander wie der Osten vom Westen. Immer mehr Christen, fährt der Autor fort, gingen in die Armee. Nun aber mit der Bereitschaft zum Töten und Sterben. Während es bis zum Jahr 175 nach Christus nicht einen einzigen christlichen Soldaten gab, ja, das muss man sich merken, hier sprechen wir von wahren Christen, durften 416 nach einem Edikt von Theodosius nur Christen in die Armee. Es wurde dem, also Christen in diesem Fall zwischen Anführungszeichen, ne? Es wurde dem Klerus überlassen, also den in der Kirche tätigen, Bischöfen und Priestern, ne? Also es wurde dem Klerus überlassen, Bischöfen und Priestern, die am Altar des Gekreuzigten dienten, ne? Das ist der Klerus, die alte Aversion der Kirche gegen Blutvergießen aufrechtzuerhalten.
Der Klerus allein schuf eine Zone und Zeugnis des Friedens inmitten des Krieges. Obwohl Gewalt nun sozusagen im Blutstrom des Christentums war, folgte eine Zeit des Friedens, nachdem die barbarischen Horden bekehrt und mehr oder minder zivilisiert waren. Wir sprechen hier also jetzt von den barbarischen Kriegen, die im Grunde zum Schluss zwischen Anführungszeichen zum Fall Roms geführt hatten, weil Rom ist ja nie gefallen, ne? Aber wir sprechen hier vom 5. Jahrhundert. Ne? Im Mittelalter war religiöse Intoleranz anscheinend vergessen, vielleicht aus Mangel an Interesse, bis das Christentum unter den Einfluss seines tödlichsten Rivalen geriet, des Islam. Das Tempo, mit dem der neue Glaube, also der Islam, sich ausbreitete, war noch rascher als das der angebliche wundersamen Ausbreitung des Christentums. Er überrannte die alten christlichen Länder Afrikas, Asiens und Spaniens. Er verkündete einen Himmel der Sinnenfreude und eine schreckliche Hölle. Sein Fatalismus, Zitat, was geschrieben ist, ist geschrieben, Ende Zitat, ermutigte Tapferkeit auf dem Schlachtfeld. Von dort wurde ein frommer Anhänger Allahs zum Himmel getragen, triefend vom Blut seines Feindes. Das Schwert, sagte Mohammed, das Schwert ist der Schlüssel des Himmels und der Hölle. Ein Blutstropfen, der für die Sache Gottes vergossen wurde, war besser als Gebet und Fasten, wie Gibbon es zusammenfasste. Gibbon, der Verfasser des Buches Der Aufstieg und Fall Roms. Zitat, dem in der Schlacht Gefallenen sind seine Sünden vergeben. Am Tag des Gerichts werden seine Wunden leuchten wie Zinnober und duften wie Moschus. Und der Verlust seiner Glieder wird wettgemacht durch die Schwingen von Engeln und Cherubin. Ende Zitat. Wie Santayana in seinen kleinen Essays zur Religion schrieb, sitzt der Krieger im Paradies, Zitat, in einem wohlbewässerten Garten mit Mohammed, gehüllt in grüne Seidengewänder, trinkt köstliche Erfrischungsgetränke und ein junges Mädchen, ganz Unschuld und Feuer, heftet ihren Gazellenblick auf ihn. Ende Zitat. Gibbons Bild in seinem 8. Band von Decline and Fall, also Aufstieg und Fall Roms, ist weit weniger puritanisch. Was schrieb Gibbon? Zitat: 72 Huris, schwarzäugige Mädchen von strahlender Schönheit, blühender Jugend, jungfräulicher Reinheit und auserlesener Empfindsamkeit werden zum Gebrauch des geringsten Gläubigen geschaffen. Ein Augenblick der Lust wird verlängert auf 1000 Jahre und seine Fähigkeiten werden um das Hundertfache gesteigert, um ihn der Seligkeit würdig zu machen. Ende Zitat. Der Prophet schwieg darüber, wie viel prächtige männliche Diener für die Frauen geschaffen würden, die das Glück hatten, ins Paradies zu kommen. Vielleicht fürchtete er den Neid ihrer Gatten in einer chauvinistischen Männerwelt. Das Vordringen des Islam nach Westen wurde erst in Poitiers, das ist im Süden von Frankreich, gebrochen, von Karl Martel, dem Großvater Karls des Großen. Von nun an ging der martialische Geist des Islam auf das Christentum über. Mohammed, also Katholizismus, ne? Mohammed ersetzte Christus als Held. Der Prophet war Staatsoberhaupt gewesen, Oberbefehlshaber von Armeen, Justizverwalter. Jesus hatte nichts getan, als zu predigen und am Kreuz zu sterben. Der ideale Christ war nicht länger der einsame asketische Mönch, sondern der ideale Christ war der Krieger mit bluttriefendem Schwert, der sich an dem Ungläubigen rächte, weil er es gewagt hatte, das heilige Land zu erobern und zu entweihen. Nun wurden dem Evangelium zum Hohn christliche Ritter aufgestachelt, also katholische, bitte zu verstehen, um Jesu Willen zu töten. Die päpstlichen Ablässe waren eine genaue Entsprechung der islamischen Garantie einer Seligkeit für den sterbenden Soldaten. Durch eine Art perversen Wunders hatte das, zwischen Anführungszeichen, Christentum die Vorstellung des Dschihad, des heiligen Krieges, geerbt.
So beeinflusst die eine Religion die andere, die beide von derselben Hand geschaffen wurden. Das war meine Bemerkung. 2 Jahrhunderte lang donnerte von den Kanzeln nicht der Friede Christi, sondern die Pflicht zum Krieg gegen den Ungläubigen. Und so stieß der Kreuzfahrer auf Hügel und Schlacht sein kreuzförmiges Schwert in die Erde und betete, Christus möge beim Abschlachten seiner Feinde bei ihm sein. Wenn er starb, hatte ihm der Papst einen hohen Platz in seinem leider speiselosen, freudlosen und engelkeuschen Himmel zugesichert. Hier jedenfalls lag der Islam vorn. Auf dem Weg ins Heilige Land wandten die Kreuzfahrer ihre Aufmerksamkeit Ungläubigen zu, die nicht so fern von daheim waren. Die Juden hatten als Erste das Heilige Land entweiht, indem sie Christus marterten und kreuzigten. Die Kreuzfahrer boten ihnen die Wahl zwischen Taufe und Tod. Wie ich bereits so oft gesagt hatte, konvertiere oder stirb. Convert or die, das Motto der römisch-katholischen Kirche seit eh und je. Und jetzt sieht man auch ein kleines bisschen, warum die römisch-katholische Kirche die Juden immer verfolgt hat. Sie behauptet, die Juden haben das Heilige Land entweiht, indem sie Christus marterten und kreuzigten. Dann können wir da stundenlang drüber diskutieren, aber Jesus Christus wurde gekreuzigt von Pontius Pilatus und starb an einem römischen Kreuz und nicht an einem jüdischen Kreuz. Juden haben ihre Übertreter nie gekreuzigt, sie haben sie gesteinigt oder sonst wie getötet, aber nicht gekreuzigt. Ja? Aber das ist eine weitere Diskussion, und da wollen wir jetzt nicht reingehen, sonst sind wir 3 Stunden damit beschäftigt. Wir wollen das Buch weiterlesen, das ich ja, wie gesagt, auch noch nicht gelesen habe. Ist ja für mich auch neu. Ich habe es Tom in Englisch lesen hören, dann das deutsche Buch mache ich jetzt zum ersten Mal an diesen Stellen auf. Also, die Kreuzfahrer boten ihnen die Wahl zwischen Taufe und Tod. Sie hätten die Worte des heiligen Kirchenlehrers mit dem goldenen Mund Johannes Chrysostomus aus dem 4. Jahrhundert auswendig lernen können. Zitat: Ich hasse die Juden, sagte er immer wieder. Keine Vergebung ist möglich für die schändlichen Mörder des Herrn. Gott hasst die Juden von jeher. Wer jemals das gelesen hat, was sich das Alte Testament nennt, das Gesetz um die Propheten, der erkennt hier direkt den Irrtum. Der Autor fährt fort und sagt: Deshalb fielen die Juden unter dem Schwert der Kreuzritter, alt und jung, Männer und Frauen. Ein Stoß und dem Tötenden war schon der Himmel verheißen. Nur mal eben eine kleine Anmerkung von mir, weil wir gehen da in meiner zukünftigen Lesung noch sehr tief drauf ein. Wir sehen, wie tief der Hass der sogenannten christlichen Kirche, katholischen Kirche, gegenüber den Juden eigentlich ist. Sieht man hier schon. Ja? Wenn man das geschichtlich aufarbeitet, dann muss man sich die Zeit vor Jesus Christus angucken, die Zeit während und nach Jesus Christus bis heute. Und es ist ganz deutlich, wer derjenige ist, der die Juden verfolgt hat und immer noch verfolgt. Und das steht ja hier ganz deutlich: Ich hasse die Juden, sagt Johannes Chrysostomus. Deshalb fielen Juden unter dem Schwert der Kreuzritter, alt und jung, Männer und Frauen, also auch Kinder. Ein Stoß und dem Tötenden war schon der Himmel verheißen. Im Jahre 1096, also Ende des 11. Jahrhunderts, wurde die Hälfte aller Juden in Deutschland, in Worms, niedergemetzelt, als die Kreuzritter durch die Stadt kamen. Der Rest floh schutzsuchend zur Residenz des Bischofs. Er erklärte sich bereit, sie zu retten, unter der Bedingung, dass sie um die Taufe baten. Die Juden zogen sich zurück, um ihre Entscheidung zu bedenken. Als die Türen des Audienzsaals geöffnet wurden, waren alle 800 Juden darin tot. Einige waren geköpft. Väter hatten ihre Kleinkinder getötet, bevor sie ihre Frauen und sich selbst erstachen. Ein Bräutigam hatte seine Frau getötet.
Die Masada-Tragödie des ersten Jahrhunderts wurde überall in Deutschland wiederholt und später überall in Frankreich. Als die Kreuzfahrer den großen Schatz Jerusalem erlangten, war eine ihrer ersten Taten, die Synagoge mit allen Juden darin in Brand zu setzen. In Brand zu setzen, das nennt man auch in Holocaust, ne? Das ist ein Brandopfer, nur mal ebenso nebenbei bemerkt. In seinem zweibändigen Klassiker History of European Morals schrieb Lecky 1911, Zitat: Es wäre unmöglich, sich eine vollständigere Umwandlung vorzustellen als die, welche das Christentum so durchgemacht hatte. Und es ist betrüblich, ihr Erscheinungsbild während der Kreuzzüge mit dem Eindruck zu vergleichen, dass es einst zu Recht auf die Welt gemacht hatte, als der Geist der Sanftmut des Friedens, der dem Geist der Gewalt und des Krieges entgegentritt. Die Kirche war völlig zum Römischen Reich bekehrt. Hier sagt der Autor es in meinem Nebensatz selbst. Die wahre Kirche Jesu Christi war völlig zum Römischen Reich bekehrt. Das ist der Abfall, von dem Paulus im 2. Thessalonikerbrief spricht. Ihre Diener, Papst, Bischöfe, Priester, ihre Diener leugneten die Seligpreisungen, indem sie Blutvergießen als offizielle Lehre verkündeten. Der alte Glaube, der die Heiligkeit des Lebens hochhielt, war aufgegeben. Trotz der grausamen Vorläufer war Innozenzes Kreuzzug, also wir sprechen hier von Antichristpapst Innozenz dem Dritten, gegen die Albigenser eine Klasse für sich. Unter dem Banner des Kreuzes sollte er der blutigste Feldzug des Mittelalters werden. Seine Soldaten erfanden tatsächlich die Politik der verbrannten Erde. Schon mal gehört? Verbrannte Erde? Legt mal die richtigen Verbindungen. Zum ersten Mal, fährt der Autor fort, schlachteten sie alles ohne Unterschied ab. Ja, auch wenn sie Katholiken töten. Ihre Meinung war: Tötet sie alle und lasst Gott die richtigen herauspicken, die er davon dann doch im Himmel aufnimmt. Und während jedes Verbrechen Innozenz berichtet wurde, drängte er sie voran zu größerem Einsatz im Namen Christi. Der Zweck war erhaben. Er rechtfertigte alle Mittel. Wo haben wir das schon mal gehört? Der Zweck heiligt oder rechtfertigt die Mittel? Es war so viel leichter, Ketzer zu ermorden, als den Klerus zu einem makellosen Leben zu bekehren. Das ist der kleine Abschnitt aus diesem Kapitel Die Wahrheit, das Unterkapitel Gewalt in der christlichen Tradition, wobei christlich man hier schon natürlich ein bisschen mit Anführungsstrichen versehen sollte. Auf Seite 197 geht es weiter mit Das Morden kann beginnen und dann sprechen wir über die Feldzüge, die hier im Süden von Frankreich geführt wurden. Albigenser, da geht es um Arnold Amerik, da geht es um Raimund, von dem ich ja auch bereits viel gesprochen habe, Raimund von Toulouse, den wir ja auch in dem Buch der Inquisition von Henry Charles Lear bereits besprochen hatten und den ich in der englischen Lesung mit Namen History of the Inquisition von Philipp Limbaugh besprochen habe, ein Buch, das ich nie beendet habe. Ich möchte hier auch das Video beenden. Ich glaube, dass uns deutlich geworden ist, was meine Motivation war, um das zu lesen, nämlich ganz deutlich aufzuzeigen, wie die Kirche hier noch selbst zum Krieg gezogen ist und später, sicher ab dem Ende, wo wir hier gelesen haben, Innozenz der Dritte, 11., 12., 13. Jahrhundert, wo die Kreuzzüge angefangen haben, nach den Kreuzzügen dann die Inquisition gegründet wurde, wo sich ja die geistige kirchliche Macht bereits über die weltliche Macht geschwungen hat und meinte, dass die geistliche die weltliche Macht kontrolliert, wie es auch heute noch so ist, darüber mehr in anderen Sendungen und auch schon früher in anderen Sendungen natürlich gelesen und besprochen.
dass die Kirche also dann die Urteile spricht und die weltliche Kirche die weltliche Macht diese Urteile ausführen muss. Also die Kirche hat in der Inquisition verurteilt und die weltliche Macht, der Staat, hat dann diese Urteile ausgeführt. Die haben die Brandhaufen aufgestellt und die Kirche stand daneben und hat gesagt, lasst ihr Blut an ihnen sein, wir waschen unsere Hände rein. Tja, das kann die Kirche gut und sich die Hände reiben. Da gibt es ja auch einen ganz berühmten Papst, der behauptet hat, sich die Hände zu reiben, das ist genauso verdammungswürdig wie kleine Kinder zu vergewaltigen. Ich meine, das war Boniface der Achte. Aber das ist ein anderes Thema. Nun, warum habe ich das jetzt vorgelesen? In Bezug auf die modernen Kriege? Weil, glaube ich, besonders in diesem Abschnitt ganz deutlich wurde, dass die Kirche und Krieg ursprünglich sich total gegenüberstanden, wenn wir über die wahren Christen sprechen, wie dieser Maximilian, der jetzt zitiert wurde, der sagte von, ich kann das nicht, ich will das nicht, und Pazifismus wurde groß geschrieben, und Jesus Christus predigt ja auch einen geistigen Krieg und keinen Krieg mit einem weltlichen Schwert, und Christen haben sich verweigert, in das Militär einzugehen, bis dann dieses zwischen Anführungszeichen Christentum romanisiert wurde und dann auf einmal die Soldaten nur noch aus sogenannten Christen bestanden, das aber Katholiken waren. Deswegen ist es so wichtig, die wahre Kirchengeschichte zu kennen, den Ursprung der römisch-katholischen Kirche zu kennen, den Ursprung der wahren Kirche zu kennen, da die richtigen Unterschiede zu machen. Und wenn man dieses wahre Geschichtswissen hat, dann kann man die Welt, wie sie heute ist, besser, richtiger und auf Basis der Bibel, auf wahre Geschichte beurteilen. Und deswegen diese Lesung. Ich hoffe, ihr habt den Nutzen hiervon eingesehen. Ich werde euch die ISBN-Nummer dieses Buches verlinken in dem Video, so dass ihr das selber bestellen könnt. Das wird nicht allzu teuer sein. Ich schätze mal, das kostet ein paar Euronen. Aber es ist schon ganz interessant, ein solches Buch vielleicht mal in den Händen zu halten, zu lesen und dann weiterzugeben an andere Menschen, um denen aufzuzeigen, dass, was wir heute mitmachen, mit dem Ukraine-Krieg, was wir die letzten Jahre mitgemacht haben, mit dem Krieg im, sage ich jetzt mal, Nahen Osten, ne? Syrien, wo ja immer noch der Krieg tobt. Der ist zwar aus den Medien, aber deswegen nicht aus der Welt, ne? Oder auch Afghanistan oder auch andere Länder. Und wir denken mal an die ganzen Umschwünge, die passiert sind in Nordafrika und so weiter. Wir denken mal an den zwischen Anführungszeichen Krieg gegen den Terrorismus, von dem der amerikanische Präsident Bush gesagt hat, dieser Kreuzzug wird länger dauern. Das hat er gesagt, kurz nach den Anschlägen in 2001. Ja? Könnt ihr ja gerne raussuchen, wenn ihr mir nicht glaubt. Dieser Kreuzzug, sagt er, wird länger dauern als was anderes. Und jetzt hat man den Islam erstmal eben auf die Seite gelegt und widmet sich der orthodoxen Kirche durch die Ukraine. Und wie das ausgeht, tja, das weiß ich nicht, das weiß nur der Herr. Und ihr wisst es auch nicht. Man kann Vermutungen anstellen, man kann sagen, es geht diese Richtung und diese Richtung aus. Auf jeden Fall bin ich da ganz fest von überzeugt, von dem Krieg haben wir noch lange nicht alles gesehen. Noch lange, lange nicht. Und der wird noch eine ganze Ecke weitergehen. Und ich hoffe, dass ihr uns die Treue haltet mit dem Schauen der Videos der modernen Kriege. Wie gesagt, Folge 49, worauf ich das hier basiere, Polen und der Leopard im Lichte des Deutschritterordens, ist natürlich, wenn es rauskommt, nicht mehr ganz so aktuell, weil die Diskussion, ob Deutschland jetzt den Kampfpanzer Leopard liefern soll oder nicht, ist ja die letzten Tage sehr heiß geführt worden und heute am 27. Januar steht ja inzwischen fest, dass Deutschland wohl Polen die Möglichkeit gibt, den Kampfpanzer da zu liefern. Und. Die ganzen Dinge, wie gesagt, könnt ihr ja gerne verfolgen, aber tut es bitte im Licht der Bibel. Und ja, freut euch auf mehr Lesungen von mir alleine oder auch nicht. Sie werden auf jeden Fall kommen. Und bis zum nächsten Mal kann ich nur sagen, haltet uns die Treue mit den Lesungen der modernen Kriege und haltet mir die Treue
mit meinen Kanälen, auf denen ich weiterhin dafür sorgen werde, dass die Wahrheit gesprochen wird, auch wenn sie weh tut. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.